Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Empfehlung für diese Woche. Und für diese Woche ist es für Sie sehr wichtig, dass Sie mal ein bisschen Zeit für sich nehmen, um nach innen zu gehen. Und warum? Weil wenn Sie sich innen Gutes tun, dann werden Sie im Äußeren stärker. Und das ist so einfach. Nehmen Sie sich einmal Zeit, vielleicht auf YouTube schauen, ein paar Meditationen für das innere Kind. Oder ein paar Meditationen Vater-Mutter-Ahnenreihe lösen. Ich möchte Ihnen das ganz kurz erklären. Das innere Kind in uns, also unsere Jugend, ist wichtig, dass es frei und gelöst in uns schwingt. Weil sonst werden wir durch Dinge, die uns in der Jugend belastet haben, später im Leben zurückgehalten. Also man könnte sagen, man fährt immer mit einer gewissen angezogenen Handbremse. Und das möchte ich nicht für Sie. Ich möchte, dass Sie frei sind. Dasselbe Vater-Mutter-Ahnenreihe. Meditationen für das Lösen von Vater-Mutter-Ahnenreihe. Sie sollen sich um Gottes Willen nicht von Ihrer Familie distanzieren. Aber wir wissen alle, auch unsere Eltern haben nur mit Wasser gekocht. Und auch unsere Eltern, Großeltern und Vorfahren haben in unseren Familien ihre Themen gehabt, die wir natürlich in irgendeiner Weise auch in uns haben. Und da ist es auch wichtig, meditativ irgendwelche Dinge, die uns begrenzen, die uns Schwierigkeiten bereiten, zu lösen. Und das geht so einfach in einer schönen Meditation. Das stärkt sie beruflich, es stärkt sie privat, es stärkt sie auch für eine glückliche partnerschaftliche Beziehung. Deswegen sind diese Arten von Meditationen so wichtig und diese Innenschau so wichtig. Es gibt auch Meditationen für Ängste, Meditationen, um Traumata zu lösen. Wir haben alle vor irgendwas Angst. Niemand kann alles, niemand schafft alles von Natur aus. Also schauen wir uns unsere Ängste an und lösen sie, weil dann werden wir freier und dann macht es richtig Spaß. Hinschauen und lösen. Das ist meine Empfehlung für Sie für diese Woche. Alles Liebe, Ihr Christian Germain.